gesagt, das Projekt, das müssen wir machen. Es ist ein Riesenprojekt. Wir haben auf 2x16 Kilometer komplette Erneuerung von der Fahrleitung inklusive allen Schaltbüsten und allen Nebenarbeiten wie Hochlampen, Beschilderungen. Innerhalb von 9 Tagen, wo die Strecke total gesperrt ist, wo nur Bus fahren. Am Montagmorgen 4:00 fährt der Zugverkehr an, elektrisch, ohne Einschränkungen. Schönen Sommer gehabt, mit über 30 Grad. Und wenn man da noch das Metall anlängen muss, dann, also, ich habe es nicht lange verlitten. Es war etwa 60, 70 Grad warm. Also man hat ein paar tausend Tonnen Material abgezehrt und frisch gebaut. Und das in wirklich einer rekordkurzen Frist. Allein die Wege, das hat einen Zug von 460 Meter Länge, der nichts anderes drauf oben hat. Es hat zwei Züge gegeben, dass die Loken das nicht mögen, vernünftig anzufahren und mit der Beschleunigung nachkommen sind. Thank you.
ist der Rhein-Samm ein bisschen Schwierigkeiten. Das sind die Startschwierigkeiten. Bis die ganze Strecke gesperrt ist, hat man halt fast schon 2 Stunden gebraucht. Und dann hat man rechnerisch schon mal 1,5 Stunden Verspätung. Jeder hatte das gleiche Ziel. Wir gehen fahrbar, wir fahren rechtzeitig. Und das hat man auch gespürt. Was da drauf steht, ob das, egal wie die Firma heisst, das hat man nicht gespürt. Das ist ein Kollege vom anderen, der das gleiche Ziel hat. Und so hat die Arbeit bisher zwar Mühe gemacht, logischerweise, aber auch Spass, weil man sieht, es läuft. Wir bringen etwas an, wo im Vorfeld Haufen zu Recht angezweifelt haben und gesagt, das ist fast nicht mehr zu machen. Für das Projekt sind rund 50 Firmen oder interne Bereiche im Einsatz. Es sind jeden Tag zwischen 200 und 300 Personen am Arbeiten. Wir sind mit etwa 140 Fahrzeugen von der Diesellok bis runter zum einfachen Flachwagen im Einsatz. Wir haben aber nur 2 Gleise. Also es ist logistisch sehr spannend, dass man die Arbeit aneinander vorbeibringt. Weil jeder hat natürlich seine Aufgabe von diesen Teams. Und die Aufgabe ist natürlich das Koordinieren und schauen, dass jeder seine Aufgabe erledigen kann. Sonst haben wir das Ziel nicht erreicht. Thank you.
ringsum sieht, ist die neue Fahrleitung da. Die Masten sind da, die Joche sind oben. Jetzt geht es an Finish. Also wir sind auf der Zielgeraden, das geht recht gut. Das ist allerdings nur möglich, weil die Beteiligten einen enormen Einsatz gezeigt haben. Seilhänger, wo wir hier oben so kleine Fädchen sehen. Das sind über 150 verschiedene Längen, also Varianten. Es sind 3.500, die angeschraubt werden, am richtigen Ort, wo wir eingestellt werden, verschlauft werden, bis es fertig ist. Von unten sieht man das gar nicht. Und es ist fast selbstverständlich, dass es funktioniert. Natürlich ganz herzlichen Dank für die Unterstützung, weil es ist eine Teamleistung und nicht eine Einzelleistung. Also es sind nicht 3-4 Köpfe, die da verantwortlich sind, dass es läuft, sondern es ist das gesamte Team. Jetzt können wir wirklich sagen, zuversichtlich, das wird laufen.